Brüssel tut was, es ist nichts geschehen. In dem Moment, wo es eben Hauptbahnhof, Salzburg, Bahnhof und so weiter berührt, Spielfeld jetzt aktuell, ist die Situation eine andere. Also wir spüren, wie nahe der Nahe Osten ist, und ich darf hier gleich auf ein kleines Wortspiel eingehen, das ich immer wieder einführe. In fast allen kontinentaleuropäischen Sprachen ist es der Proxim-Orient, der Proxim-Orient, Nahe Osten. Im Englischen ist es der Middle East, weil es aus einer Londoner Perspektive und noch viel mehr aus einer US-Perspektive heraus die Region geografisch wie auch menschlich ein ganzes Stück weiter weg ist. Und das sehen wir gerade unter den gegenwärtigen Umständen, wo man den Eindruck hat, die britische Regierung würde am liebsten den Tunnel zuschütten. Für die USA ist die Region noch viel weiter. Also die USA verabschieden sich als wesentlicher Akteur. Da kann man sagen, seit 1956, Suezkanalkrise, damals sind die USA sozusagen in die Region eingerückt als Ordnungsmacht, hat sich dann noch gesteigert ab 1973. Die vielen Kriege seit 1991, also Europa bleibt auf diesem Scherbenhaufen gewissermaßen sitzen, und das Mittelmeer, wenn es nicht die Straße von Gibraltar gäbe, wäre ja fast ein Teich, dass der griechische Philosoph Aristoteles schon den Teich, um den die griechischen Bauern, die als Kolonisatoren, also rundherum siedelten, wie die Frösche quakten, und wir spüren eben auch heute die Nähe, und dieses Mittelmeer, das an sich jahrhundertelang immer wieder so auf und ab war zwischen einerseits Zeiten der wechselseitigen Befruchtung, Mare Nostrum der Römer, alles kam irgendeiner Weise aus dem Orient, Sie kennen den alten Spruch vom Ex-Orient Lux, also aus dem Orient kommt das Licht, oder auch ein anderes Wortspiel, das ich immer wieder gerne in den Zusammenhang verwende, Orientierung kommt von Orient, also wir blicken immer wieder in den Osten hinein, und vielleicht kommt auch jetzt manches an Veränderungen, Bewegungen, Aufständen, eben vom Orient in den Okzident hinein. Wie nahe uns diese Region ist, das ist auch nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist in den letzten Monaten, sondern das Problem der Migration, der illegalen Auswanderung, das hat vor allem Staaten wie Frankreich, Spanien, Italien schon in den 80er Jahren sehr, sehr stark berührt, und aus dieser Sorge um weitere illegale Zuwanderung entstand Anfang der 90er Jahre der sogenannte Barcelona-Prozess, der also 1995 in Barcelona beschlossen wurde, war die Basis für die Freihandelsverträge zwischen der Europäischen Union und den östlichen und südlichen Anrainern des Mittelmeeres. Die Idee dahinter war, die Leute möglichst in ihren Heimatländern zu halten, wirtschaftliche Entwicklung. Nur eines vergaß man damals, dass bei sehr großartigen Verträgen, die damals beispielsweise an Tunesien vergeben wurden, die wesentlichen Gelder in den Taschen der jeweiligen Herrscherfamilien landeten und nicht unbedingt bei der Bevölkerung. Und da gab es immer wieder einen sehr verklärten, falschen, ignoranten Blick gerade der EU-Instanzen auf den Nahen Osten und auf Nordafrika. Also ich habe oft genug mit Vertretern der Europäischen Kommission zwei Gespräche geführt, die unter anderem sagten, ja, Education, Education, also je mehr Bildung wir haben, umso besser wird's. Die offenbar völlig versahen in Unkenntnis der Region, weil wir haben ja sehr viele Ferndiagnostiker, die also von über den PC hinaus die Welt beurteilen, die dann ganz genau wissen, was dort los ist, die aber offenbar nicht erkannten, dass sie beispielsweise in einem Land wie Algerien eine akademische Arbeitslosigkeit von über 50% hatten. Ich unterrichte selbst an zwei Universitäten im Libanon und ich habe sehr, sehr viele ehemalige Studenten, die einfach keine Arbeit finden. Also es geht nicht so sehr um die Bildung und Ausbildung, sondern es geht oftmals um die adäquate berufliche Möglichkeit. Und diese zu finden, ist nicht mehr nur ein Problem des Nahen Ostens und Nordafrikas, das hat mittlerweile auch Mitteleuropa ganz, ganz fest erfasst. Es wurde dann die euro-mediterrane Partnerschaft 2008 ins Leben gerufen, auch diese scheiterte, und heute muss man sagen, ist dieser Handelsraum Mittelmeer, wie wir wissen, eben der wesentliche Friedhof in der Region. Ich habe da eine Karte mit aus der Neuzürcher mit den wesentlichen Flüchtlingsrouten, eben Flüchtlingsroute Marokko Richtung Spanien über die Straße von Gibraltar, eine Meerenge von 4 Kilometern, wo in den 80er Jahren, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, mit der Thematik zu tun haben, damals bereits mit dem Tretboot bzw. schwimmend versucht haben, nach Spanien zu kommen. Ich war selbst, als ich in Spanien arbeitete, in Ceuta und in Melilla und habe diese Grenzzäune gesehen. Diese Problematik hat Spanien, Marokko beschäftigt seit mindestens 30, 40 Jahren. Wir haben die Routen aus Algerien Richtung Frankreich, die betraf vor allem jene Flüchtlinge, die in der
den 90er Jahren, als in Algerien ein sehr, sehr brutaler Krieg tobte zwischen säkularen und religiösen Kräften. Damals sind Hunderttausende Algerier haben versucht, irgendwie das Land zu verlassen. Ich selbst habe viele bekannte Kollegen, die im Bereich Universität, Zeitungswesen, Schauspiel tätig sind, die versucht haben, einfach nach Frankreich zu kommen. Also die tapferen Frauen, die ich damals kennenlernte in Alger während dieses Krieges, waren diejenigen, die es gewagt haben, unversteuert zur Arbeit zu gehen. Sie riskierten damit jeden Tag eigentlich Säure ins Gesicht geschüttet zu bekommen von den Religiösen, eben, die damals Teil dieser vielen Konfliktpartei waren. Das lässt sich nicht auf zwei runterbrechen. Wir haben diese Flüchtlingsroute von Tunesien, Libyen in Richtung Lampedusa, Sizilien, die uns allen mittlerweile sehr nahe ist. Eine der ersten Aktionen, die Muammar Gaddafi im März 2011 setzte, war diese riesigen Anhaltelager, die Europäische Union mit sehr viel Geld finanzierte, und Anhaltelager ist jetzt vielleicht zu nett gemeint der Begriff. Ich war selbst nicht dort, ich habe es in einer Debatte neulich auf Plus 4 erwähnt. Diese Lager waren wahrscheinlich grauenhafte Camps, in denen die Menschen aus Westafrika festgehalten wurden. Und da hat also die Europäische Kommission Millionen hineingesteckt. Und zusätzlich kamen dann noch weitere Beträge seitens Frankreichs und Italiens, um eben Flüchtlingsbewegungen aus Nordwestafrika, aber auch aus Westafrika in Libyen und in Tunesien zu stoppen. Einer der vielen Gründe, warum man natürlich den tunesischen Langzeitherrscher und auch Muammar Gaddafi wollte, war nicht nur sozusagen wegen des bösen Libyen, das war ein Beiwerk, aber man hatte in Gaddafi einen wesentlichen Verbündeten zur Hintanhaltung eben der Flüchtlingsbewegung. Und wie gesagt, das Erste, was Gaddafi damals tat, war, diese Lager zu öffnen. Und gegenwärtig habe ich den Eindruck, dass die Europäische Union, allen voran eben auch Deutschland hier, sich sehr wohl bemüht, um derartige Lager, wie wir sie in der libyschen Wüste hatten, eben in der Türkei zu gründen. Was, wenn man es die beiden Herren vergleicht, Gaddafi und Erdogan, beide sind von einer ähnlichen Größenwahn gekennzeichnet. In beiden Fällen geht die Europäische Union wiederum mit sehr, sehr viel Doppelstandards und Doppelbürgerlichkeit vor. Also im Sinne, bitte behalte sie bei euch, wir zahlen dir, was immer du brauchst. Und du kannst mit den Kurden machen, was du willst, und du kannst noch hunderte Journalisten und Staatsanwälte verhaften, aber bloß nicht zu uns. Also hier ist ein ganz großes Risiko, dass die Europäische Union wiederum genau das macht, was sie in Libyen zuvor getan hatte. Und da gibt es Widerstand in einigen Staaten, das in diesem Umfang umzusetzen. Wir haben die Flüchtlingsroute, die uns halt jetzt am meisten berührt, ist dieses Balkanroute, und wie ich immer wieder gerne darauf verweise, nach Damaskus oder nach Jerusalem kann man zu Fuß gehen, das haben die besonders Frommen über Jahrhunderte gemacht, das haben die Kreuzritter gemacht, und jetzt geht es eben in umgekehrter Folge, dass man aus Damaskus oder aus Jerusalem oder wo auch immer nach Europa geht. Ich habe im Frühjahr eine Gruppe von 4 Syrern kennengelernt, die sind im Februar über diese Route gekommen, und mit kleinen Abständen, die sie also mit dem Taxis oder wie auch immer zurückgelegt hatten, sind sie eigentlich zu Fuß gekommen. Und man kann sozusagen also diese 3400 Kilometer oder was es ist, überwinden, und was immer dann die Debatte bringt. Aber ich habe von Anbeginn gesagt, diese Flüchtlingsbewegung kam nicht überraschend. Es gab genug Informationen, also dafür muss man nicht Heeres Nachrichtenamt berichten oder wie auch immer studieren. Allein die italienische Tageszeitung La Repubblica hatte im Februar 2014 eine sehr, sehr große Geschichte, in der darauf hingewiesen wurde, Achtung, es kommen über die Mittelmeerroute 1,2 Millionen Menschen im Laufe des Jahres 2014, und es kommen im Laufe des Jahres 2015 rund eine halbe Million über die Balkanroute. Also dieses Wissen war vorhanden, das ist nicht in irgendeiner Weise als das Blaue vom Himmel gefallen. Und wir sehen halt jetzt wieder, wie unbedarft hier gewisse Entscheidungsträger sind, oder ein Begriff, den es im Englischen gibt, der noch treffend auf den Punkt bringt, die sogenannten Decision Shapers. Das sind also die höhere Beamtenriege, die sozusagen Entscheidungen vorbereitet für den Entscheidungsträger. Wie unbedarft diese hier sind, und das hat meines Erachtens sehr viel damit zu tun, dass halt bedauerlicherweise über egal welche Partei Seilschaften bestehen und Personen halt in Funktionen gehievt
werden, weil sie jemanden kennen und nicht, weil sie etwas können. Und das ist mit ein Grund dafür, eben gegenwärtig in den Situationen sind, in denen wir sind. Und ich sage das als jemand, der auch einmal im Staatsdienst war, und ich habe noch einen Staatsdienst kennenlernen dürfen, wo Personen eine gewisse Freiheit hatten gegenüber dem Minister. Wir haben aber heute Abteilungsleiter, Sektionschefsebene, die eben mit den jeweiligen politischen Gruppierungen sich verändern. Ein Thema, ich weiß nicht, ob das Buch hier auch von der Tania mitgebracht wurde. Ich habe vor 4 Jahren ein Buch geschrieben, Testosteron macht Politik, und habe das unter anderem in Bezug auf die arabische Revolte dahingehend untersucht, die zornigen jungen Männer, unter anderem Ägyptens, die sich keinen Status mehr schaffen können, die mangels Arbeit nicht zum Wohnraum kommen, mangels Wohnraum nicht heiraten können und damit eigentlich verdammt sind, statuslos zu sein. Ich bin selbst in keinem sozialen Netzwerk, ich weiß aber, dass vielleicht auch heute Abend hier einige Vertreter dieser Community sind, die, würde ich sagen, auf einer fast pubertierenden Ebene das zerrissen haben. Es geht mir hier nicht darum, in irgendeiner Weise ein Problem mit dem syrischen Testosteron oder was auch immer, diese Leute, wie gesagt, das selektive Hören ist ein psychologisches Phänomen, sondern es geht darum, dass wir in der arabischen Welt eine Situation haben, wo es für Millionen Männer heute quasi unmöglich ist, in irgendeiner Weise zu einer Familie, zum Familienoberhaupt oder sonst etwas zu werden. Und dass die Begegnung von Mann und Frau im öffentlichen Raum aufgrund einer sehr, sehr rigiden Gesellschaftsmoral, die in der Form in den 70er, 80er Jahren, also ich kannte ganz gut das Kairo auch der 80er Jahre, nicht gegeben war, weil hier einfach eine liberalere Gesinnung war. Mit dem Aufstieg des politischen Islams ist einfach der Liberalismus in all diesen Staaten ins Eck gedrängt worden. Und das war auch zu diesem Zeitpunkt, als liberal gesinntere bürgerliche Menschen angefangen haben, die Region zu verlassen. Also viele meiner Studienkollegen in den 80er Jahren, sowohl in Berlin als auch in Paris, entstammten diesem bürgerlichen Stand, die gesagt haben, wir versuchen wegzukommen, wir wollen frei von diesen religiösen, ethnischen und sonstigen Zwängen sein. Wir wollen als Citoyens, als Staatsbürger andernorts unser Leben in irgendeiner Weise verwirklichen können. Ganz eine andere gesellschaftliche Gruppierung als 30, 35 Jahre später. Ich gehe ein wenig zurück in die Geschichte, weil auch in der Einladung steht, der Erste Weltkrieg ist noch nicht zu Ende. Eine meiner Lieblingsthesen, wenn es eben um die Region geht, Weise hält das auch für den Konflikt Ukraine statt. Vielleicht haben Sie in Ihrer Schulzeit noch ein bisschen so gehört, Sykes-Picot, Georges Picot und Marc Sykes waren ein britischer und französischer Diplomat, die sich diese Region auf dem Reißbrett aufteilten im Sinne von Einflusssphäre, nämlich aus dieser osmanischen Konkursmasse Teile herauszuschneiden, wo man dann eben französische bzw. britische Neokolonien, Mandate nannte man sie, gründen. Diese Karte von Sykes-Picot, die Sie hier sehen, die wurde nicht umgesetzt, weil dann hätten wir ein riesiges französisches Mandat gegeben, ein kleineres, dieses grundschattierte britische Mandat gespielt. Was umgesetzt wurde, war diese Karte hier rechts, und zwar auf Basis eines Erdölabkommens, das in San Remo im April 1920 beschlossen wurde. Und ich verweise darauf, dass am Anfang der Grenzen dieser Region bereits Erdölinteressen standen. Also der Irak ist entstanden entlang einer Pipeline. Jede Pipeline, die von Mosul nach Haifa geht, also heute Teil des islamischen Staatsgebietes, also Staatsgebietes des islamischen Staates, und nicht als Staat sind die nur, der gebärdet sich als Staat in vielerlei Hinsicht. Mosul, alte Ölstadt, Pipeline von Mosul in das damals britisch kontrollierte Palästina, Haifa. Diese Pipeline wurde zur Referenz die Staatsgrenze, so damals die Mandatsgrenze zwischen Syrien, Transjordanien und Irak. Ich habe meine Dissertation zum Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten Mitte der 80er Jahre geschrieben und habe zu diesem Zweck eben auch an der Hebräischen Universität in Jerusalem studiert, dann in Damaskus studiert, mich in Amman aufgehalten, weil mich einfach der Zugang der jeweiligen Zuständigen zum Territorium, zu dem, was Grenze ist, zu dem, was Staatsgebiet ist, einfach interessiert hat. Und das, was wir heute erleben, ist die Auflösung dieser Staaten.
Ich möchte nicht langweilen mit diesen staatspolitischen Kategorien wie westfälisches Modell und so weiter. Das ist sozusagen die alte Tradition der Staatskunst. Aber was sicherlich zugrunde geht oder was zerbricht, das sind jene Nationalstaaten, so künstlich sie sein mögen. Also ich will das jetzt nicht verteidigen, diesen Export, den die Europäer haben. Also die Grenze zwischen Irak und Syrien ist heute in weiten Teilen nicht mehr existent. Weil dort hat sich mittlerweile eben der Islamische Staat breit gemacht, der also von Syrien bereits zwei Drittel des Staatsgebietes gegenwärtig kontrolliert und eben auch in Irak nach Mosul hineinreicht. Die roten Gebiete sind jene, die die syrische Regierung und die syrische Armee beherrscht. Die grünen gelten dort oben, sind kurdische Gebiete, die anderen Grünen sind die von diversen Rebellengruppen beherrscht werden. Seit 30. September gibt es eine Militärintervention Russlands. Man sagt immer nur Russland, ich darf darauf hinweisen, Russland agiert hier nicht im Alleingang. Russland ist im Verbund mit dem Iran, Irak und mit China tätig. Also China spielt hier auch eine gewisse Rolle. Chinesische Flottenverbände sind im östlichen Mittelmeer, weil China einfach nicht nur zuschauen wird, wie beispielsweise Syrien vollkommen zerfällt, ist aus der chinesischen Perspektive, gibt es dafür viele Gründe. Einer davon ist Syrien, Türkei, dieser Raum, das ist doch das Ende der chinesischen Seidenstraße. Also vielleicht haben Sie davon schon gelesen, China verfolgt ja sozusagen eine Ausdehnung seiner Handels- und Interessensräume über diese alte, mittelalterliche Seidenstraße Marco Polo und eben wieder zurückzufinden in diese Region. Entscheidend, wie gesagt, war immer wieder für die Völker dieser Region, was passiert auf Energieebene. Die Grenzen des Iraks sind linear gezogen, die Grenzen auf dem afrikanischen Kontinent sind überhaupt alle sehr linear, eben entlang von Erdölinteressen und könnten auch wieder zerfallen entlang von neuen Erdölinteressen, wo gegenwärtig natürlich andere Staaten mitmischen, als das vor 100 Jahren der Fall war. Damals waren es die Briten und Franzosen, als die Weltmächte, als die Siegermächte des Ersten Weltkrieges. In weiterer Folge waren es die USA. Und vor allem jener Krieg von 2003, der Irakkrieg, holt uns einfach gegenwärtig massiv ein. Ich habe auf Einladung von Ulrike Lunacek 2002 auch Vorträge, Briefings gemacht im Auswärtigen Ausschuss für die Grünen. Ich kann mich erinnern, dass es innerhalb der Grünen damals auch eine große Begeisterung für diesen Krieg gab, so nach der Devise, naja, bringt der Demokratie, wichtig ist, dass der Herr Saddam Hussein weg ist und so weiter. Ich habe damals versucht, massiv dagegen anzureden, ich habe mich auch gegen den Krieg von 2011 ausgesprochen, wurde damals auch bei einer Veranstaltung der Europäischen Grünen als Menschenfeind hingestellt, aber es ist einfach nicht so einfach, dass man sozusagen einen in ein Gebiet hineingeht, die existierenden Institutionen wegbombt und dann sagt, wir machen jetzt Regimewechsel im Namen der Demokratie. Es war klar, dass mit der Auflösung der irakischen Armee es zu einem gewaltigen Vakuum kommen würde. Es war klar, dass hier ein Extremismus entstehen würde, der eben auch auf andere Länder auswirken würde, also Syrien hat im Jahr 2004, 2005 rund 5 Millionen irakische Flüchtlinge aufgenommen. Das ist auch nicht ohne Folgen geblieben für das Land. Und der Islamische Staat Daesh ist entstanden in dem Vakuum des Irakkrieges 2004-2005, gegründet von einem Jordanier namens Musab Zarqawi, der sich von Al-Qaida abspaltete, der sagte, ihr in Al-Qaida, ihr geht global, ihr macht die große islamische Weltrevolution, wir konzentrieren uns auf die alten Gebiete des arabisch-islamischen Kernreiches, Omayyaden, Abbasiden, also für uns ist wichtig die Kontrolle von Bagdad und Damaskus. Und wenn die Sache nicht so bedauerlich wäre, dann wäre es ja zum Schmunzeln. Al-Qaida hat sich im Februar 2014 ganz klar distanziert vom Islamischen Staat, das damals hieß es ja noch Daesh, das arabische Akronym, oder ISIS, ISIL, wie man sie nennen will. Und die alten Herrschaften von Al-Qaida haben gesagt, die Leute vom ISIS sind uns einfach zu radikal, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und es ist auch ein Generationenkonflikt, würde ich sagen. Das Durchschnittsalter in der Führungsebene von Al-Qaida liegt bei 70 plus, das bei den IS-Leuten 30 plus, 40 plus. Also das sind auch Generationen, die hineinspielen.
Der Islamische Staat wurde ganz offiziell mit aufgebaut von Staaten wie der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, sowohl offizielle als auch private Geldgeber. Die Türkei hat Ende Juli hier eine Wolte gemacht, eine Kehrtwende und versucht halt heute jetzt auch den IS in gewisser Weise zu bekämpfen. Mittlerweile ist der Islamische Staat aber in der Türkei so groß, so stark geworden, dass wir hier eine der zusätzlichen Bruchlinien haben, die in der Türkei sowieso schon existieren, auf die ich dann später noch eingehen werde. Ich habe von Anbeginn immer wieder gesagt, man muss gerade im Syrien- und im Irak-Konflikt auch mit Russland kooperieren. Das ist jetzt gegenwärtig da und dort der Fall. Man muss einen massiven Druck auf die Türkei und die Golfstaaten ausüben. Das ist leider nicht der Fall. Gerade wenn ich mir ansehe, also wie die EU heute mit der Türkei umgeht, nämlich als Mitglieder. Und auch, was die Golfstaaten anbelangt, viele europäische Staaten, und ich denke hier ganz besonders an Frankreich, sind heute auf der Gehaltsliste der Staatsfonds wesentlicher Golfstaaten. Also Frankreich hat keine unabhängige Außenpolitik mehr, sondern Frankreich tut das, was Katar sagt. Auf verschiedensten Ebenen. Also nur als Minimalbeispiel angeführt, bewegt die Weltgeschichte nicht. Aber das noch französische Kulturinstitut Clam Gallas, vielleicht kennen Sie es von Wien besuchen, Währinger Straße, dieses nette Innenstadtpalais. Bislang französisches Kulturinstitut wurde verkauft und wird die neue Botschaft von Katar. Wie gesagt, bewegt die Geldgeschichte nicht, aber ist nur ein Ausdruck dessen, und ich habe dazu damals einen Gastkommentar geschrieben, französische Botschaft war nicht im News, kann man nichts machen, aber die Abhängigkeit der französischen Behörden bis hinunter auf die Kommunalebene ist gewaltig. Eine deutsche Bank hat im Mai 2014 zwecks Einhaltung der Eigenkapitalsvorschriften, die also die Bankenunion vorgibt, sich den Staatsfonds von Katar als Aktionär, ich glaube, von fast 12% an Bord geholt. Also da frage ich mich manchmal, ist niemand geopolitisch in diesen Führungsetagen auch, 12% ist viel, weil das Kapital einer 4 oder 5 würden auch reichen. Und wie gesagt, hier ist oftmals ein Ausverkauf, ich würde so weit gehen, es auch eine Art, eine Form der politischen Prostitution zu nennen. Auf irakischer Seite haben wir den Islamischen Staat, der eben weit nach Bagdad hineinreicht, auch hier ist das grau-schwarz schattierte, das sind teilweise unzusammenhängende Gebiete. Die Roten sind schiitisch, das Grüne ist kurdisch, der Rest ist sunnitisch, der Irak ist ein durch und durch zerrissenes Land. Auf den Irakkrieg in allen Details möchte ich nicht eingehen, aber wie gesagt, es holen uns ein Kriege wie eben die Konsequenzen des Ersten Weltkrieges, sondern es holt uns ganz massiv der Irakkrieg einfach ein, der von vielen Leuten sehr, sehr begrüßt wurde. Der Islamische Staat ist ein, würde ich sagen, durch und durch funktionierender Staat. Also ich persönlich nenne ihn auch immer den Islamischen Staat, so nenne ich es sich selbst. Ich nehme davon Abstand, ihn als sogenannten Islamischen Staat zu bezeichnen. Sonst müssten wir auch sagen, die sogenannte Islamische Republik Iran und die sogenannten was auch immer. Also man sollte schon, glaube ich, bei der Sprache hier auch ehrlich genug sein, so wie sie sich selbst nennen. Sagen wir nicht die sogenannten Inuit, die Leute nennen sich Inuit, und nicht Eskimos. Also sie nennen sich Islamischer Staat. Es ist der Daula Islamia mit einem Exekutivrat, mit Ministerien, mit Provinzgouverneuren, mit Kommandoregimentern, die teils ethnisch aufgebaut sind, das heißt, die Tschetschenen machen ihre Kommandoaktionen. Wir haben in Raqqa in Syrien eine Kohorte von deutschen Konvertitinnen, also Frauen, Deutsche, die zum Islam übergetreten sind, die dort den syrischen einheimischen Frauen erklären, wie sie sich korrekt zu verhüllen haben. Also das kann man sich ungefähr vorstellen, wenn sich das abspielt, erinnert an eine andere dunkle Zeit. Es ist oftmals die Sprache das Problem, aber dadurch, dass 30.000 ausländische Kämpfer mit sehr, sehr unterschiedlichen Sprachen kommen, die organisieren sich dann oftmals innerhalb ihrer jeweiligen Sprachengemeinde. Und es ist ja vor 2 Tagen auch bekannt geworden, dass eine deutsche Dschihadist, der zurückgekehrt ist. Also da gibt es diese eigenen deutschen Regimenter auch, die eben hier entsprechend kämpfen. Das alles ist die Gegenwart, die uns heftig um die Ohren fliegt, aber wir haben natürlich auch vergangene Dinge, die uns auch in diesem Jahr eingeholt hatten, wie der Karikaturenstreit von 2006, der in der arabisch-islamischen Welt nie verdaut wurde. Ja?
Also da gab es viele, viele Ursachen für das Hochgehen der Gefühle 2006. Es war nicht nur die veröffentlicht damals in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten, sondern die Debatte damals von wegen Meinungsfreiheit versus religiöse Gefühle, das ist etwas, das immer wieder zurückkehrt. Wir haben es gesehen in den Anschlägen in Paris auf Charlie Hebdo, eben damals dann diese massive Solidaritätsaktion von den Jusquis Charlie. Daraufhin gab es eben die Solidaritätsaktionen in Frankreich, Jusquis Mohammed, also ich bin Mohammed, ich habe nichts mit dieser ganzen Aktion zu tun, beziehungsweise auch in Großbritannien, if you are Charlie, dann habe ich Pucci und Pucci so ein bisschen bei den algerischen Brüdern, die Anschläge auf die Zeitung unternommen haben. Der Dschihadismus in Europa ist nichts Neues, also ich habe die 90er Jahre streckenweise in Bosnien auch miterlebt, wie ich damals immer wieder dort war. Wir hatten auch damals viele Stellvertreter, die aktiv waren. Es gab auch damals saudische, iranische Regimenter, wir hatten Skinheads aus Großbritannien, die mit dem Arab-Militär, also auf kroatischer Seite, gekämpft haben. Wir hatten Russen, die mit den Serben kämpften. Also es war alles, es ist wie gesagt nichts Neues, diese Art der Stellvertreterkriege. Wenn Sie damals am Südbahnhof waren, Freitagabend, konnten Sie sehenden Auges betrachten, wie aus Österreich Wochenendkämpfer an die verschiedensten Fronten fuhren. Also der Krieg Syrien, der uns heute so nahe ist, der war uns auch damals in Bosnien verdammt nahe. Und die Rückkehrer, eben auch teilweise Konvertiten oder Dschihadisten und ursprünglich muslimischer, die hatten vor allem dann auch danach in Frankreich und Großbritannien für große Probleme gesorgt. Kriminalität und zwar eine ganz besonders brutale Kriminalität gewachsen. Im Irakkrieg ist dieser Dschihadismus, Tourismus dann noch einmal gewachsen. Damals haben auch schon Frauen mitgewirkt, die aus Europa hinzogen. Syrien hat das Ganze dann noch einmal auf eine andere Ebene geholt, dass Syrien einfach verkehrsmäßig leicht erreichbar ist und auch durch die Mitwirkung der türkischen Behörden dieser Dschihadisten Harvey vieles ermöglichte. Also sie nehmen mit der türkischen Billigfluglinie Pegasus ein 69-Euro-Ticket. One Way, werden vom türkischen Rekrutierungsbüros in Empfang genommen und da ist eine neue Attraktivität auch da, nämlich im Sinne dieser, ich nenne sie gerne Blut- und Boden-Ideologie, hier kann etwas ganz Neues aufgebaut werden, eine neue Gesellschaft, also vergleichbar und vergleiche hinten immer wieder mit dem, was sich in den 20er, 30er Jahren abspielte, auch an jungen Menschen, die damals beispielsweise in die Sowjetunion zogen und den Homo Novus Sovieticus, ja. Weil das damals ein sehr konstruktives Programm war, das heutige alles andere als konstruktiv ist, aber es ist eine Sogwirkung da. Einige kleinere Staaten wie Belgien, Österreich, Schweden sind relativ stark vertreten, also unverhältnismäßig stark. Also die österreichischen Dschihadisten setzen sich ja zu, glaube ich, 60-70% aus Tschetschenen zusammen, die eben dort auch zu den brutalsten Dschihadisten gehören. Ich nenne sie immer wieder die All-Inclusive Terrorists, weil sie mich erinnern an die All-Inclusive Tourists, die teilweise nicht wissen, in welchem Magic Life Club sie denn eigentlich einchecken, wenn sie am Flughafen sind. Sie wissen nicht, wenn sie nach Djerba fliegen, dass es nach Nordafrika geht. Und mir haben syrische Kollegen gesagt, im Jahr 2012 wurden pakistanische Kämpfer in Homs verhaftet, die glaubten, sie wären in Israel und würden Juden abstechen. Also das war sozusagen ihre Motivation. Sie wussten nicht einmal, wo auf der Landkarte sie sich befanden. Und das ist natürlich das große Drama auch mit den aktuellen Dschihadisten. Ignoranz und gewaltige, also einfach Kampfgewaltbereitschaft. Das ist ein Foto von zwei bretonischen Brüdern aus besten katholischen Hause, die übergegangen waren. Der Aufstieg des politischen Islams und dann in den letzten Jahren wiederum der Machtverlust, das hat eine lange Geschichte, die ich vielleicht nur so auf den Punkt bringen darf. Immer dann, wenn politische Ideen versagen, und das tun sie auch bei uns im Moment sehr heftig, schon lange, immer dann, wenn also einfach keine politischen Konzepte mehr funktionieren, dann wird meines Erachtens, ich habe das in einem Buch Der Splitter der Welt vor 3 Jahren formuliert, dann wird wieder im Namen des Gottes oder der Götter mobilisiert. Und genau das ist in der islamisch-arabischen Welt in den letzten 40, 50 Jahren der Fall gewesen. Der Pan-Arabismus versagte, der Sozialismus versagte, dann auch der Kommunismus. Ich habe viele Kollegen gehabt, so, gerade so Großbürgertum, das waren so diese typischen Salonkommunisten auch in den 80er Jahren, in den 90er Jahren waren sie dann in Rauschebad unterwegs.
Und Al-Islam, Huwa Al-Hal, also das ist das der wesentliche Wahlslogan, die muslimischen Schwestern, die bei einem Wahlkampf in Ägypten unterwegs waren, dieser Slogan ließ sich halt nicht lange durchhalten. Also der Abstieg Mursis 2013 hat viele Ursachen. Es gab eine Erhebung der ägyptischen Bevölkerung, ich war im Frühjahr und im Sommer 2013 in Ägypten. Die Nerven lagen blank, Strom funktionierte stundenweise nicht, jeder Verkehrsstopp konnte zum Lynchjustiz werden, mangels Polizei. Und die Menschen waren einfach mit dieser Tamarot-Bewegung, wo sie gesagt haben, wir sammeln so viele Unterschriften gegen Mursi, nur damit er weg ist. Und da ging die Armee mit. Also es war eine Mischung aus Erhebung der Zivilgesellschaft und der Armee. Und die Europäer haben nie genau gewusst, wie damit umzugehen. Viele Europäer und auch die Amerikaner legten sich sofort ins Bett mit den Muslimbrüdern. Und als dann General Sisi an die Macht kam und mit ihm das alte Mubarak-Establishment, zeigte man den Amerikanern und auch den Europäern die kalte Schulter. Und hier wurden sehr, sehr viele politische Fehler gemacht. Diese vielen Entfremdungen, die wir zwischen Orient und Okzident haben, ich darf nur ganz kurz darauf hinweisen, also ich bin in meinem Vortrag, und ich auch nicht mehr darauf eingehen, auf den Israel-Palästina-Konflikt, ich entschuldige mich, aber es ist nicht drinnen, ja, es ist auch trotz all der Vorfälle, die wir gegenwärtig in Israel haben, und ich bin ab Sonntag in Israel, er steht nicht so auf der Agenda gegenwärtig wie all die anderen Konflikte, und ich entschuldige mich, dass ich auf diesen Konflikt nicht in dem Umfang eingehe, in den 40 Minuten, die zur Verfügung stehen. Aber wir konzentrieren uns sozusagen auf die vielen anderen östlichen Konflikte, die uns im Moment um die Ohren fliegen. Die Regionalmächte spielen ihre Rolle und Europa, die moralische Instanz, hat schon vor sehr langer Zeit jegliche Autorität verloren. Ich erinnere da vor allem an die Verwicklungen vieler europäischer Regierungen in den sogenannten Folterflügen. Die hat der Schweizer Parlamentarier Dick Marty ab September 2004 sehr, sehr konsequent aufgedeckt, indem er eben darauf verwies, wie viele europäische Regierungen foltern ließen im Kosovo, in Polen, irgendwo in Usbekistan, unter Beisein von ärztlichem Personal, damit die Leute nicht abplatzen. Als diese Berichte publik wurden, ich war damals in Jordanien, haben mir jordanische Kollegen gesagt, bitte, liebe Europäer, liebe EU, kommt uns nie mehr wieder mit Menschenrechten und mit euren westlichen Werten. Wir haben genug davon. Also das, worauf man sich immer wieder gerne etwas einbildet, von wegen, man hätte diese moralische Oberhoheit gepachtet, die ist schon lange nicht da. Das ist mein einziges Foto aus dem Economist, aber der Westen hat, wie gesagt, das ist der britische Löwe hier in diesem Fall, seine Stellung in der Region absolut verspielt. Ich habe gesagt, Russland handelt in Allianz mit Iran und China und dem Irak. Darüber habe ich schon kurz gesprochen und ich möchte auch noch jetzt aufs Öl eingehen, weil den Nahen Osten kann man einfach nicht denken ohne diese energiepolitische Dimension, die immer wieder hineinspielt. 80% des leicht förderbaren Öls, und das unterscheidet sich eben von den unkonventionellen Erdöl- und Erdgasquellen, die wir als Shale Oil, Schieferöl, Schiefergas bezeichnen. Also das, was weniger kostet in der Exploration, 80% dieser Ölquellen liegen zum einen zwischen Persischem Golf, Arabischer Halbinsel, im Kaspischen Raum. Und das macht diese Region immer wieder so interessant und zum Objekt der Interventionen. Die saudischen Ölfelder, die wesentlichen, liegen alle hier im Nordosten. Das Verhältnis USA, Saudi-Arabien, das ist ein altes Foto von König Abdullah, im Jänner verstorben, im Alter von 92 Jahren. Jetzt haben wir eine Art Zwischenzeit in Saudi-Arabien, auch der jetzige König, dem geht es nicht besonders gut, der liegt mit vielen Sauerstoffflaschen im Krankenhaus und kann nur eine Frage der Zeit sein, bis auch er weg ist. Dann könnte es zu einem Nachfolgestreit kommen. Der Herr links, ich wiederhole mich hier mit einem Witz, falls mich hier niemand mit dem schon gehört hat, aber das ist meine Anekdote zu dem Bild. Er malt jetzt und er hat letztes Jahr in Houston eine wirklich schöne Ausstellung gemacht und er gehört halt zu den Leuten, die immer hätten malen sollen, anstatt in den Winkel zu gehen. Auf der Arabischen Halbinsel haben wir einige Bewegungen im Gange, ein Krieg, der nicht auf unserem Radar ist, Jemen. Der Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes hat vor 2 Monaten in einer Pressekonferenz in Genf gesagt,
Der Jemen wurde in 5 Monaten mehr zerstört und massakriert als Syrien in 5 Jahren. Wohin flüchten die Jemeniten? Nach Somalia. Das ist der einzige Ort, wo sie vor Bomben sicher sind. Es wird in Jemen tagtäglich, haben wir Kollateral, wie sich das so hübsch nennt, diesmal unter saudischer Ägide geführt, von rund 200 bis 300 Toten. Also die Jemeniten, die versuchen vor Bomben zu fliehen, die gehen nach Somalia. Und mir hat ein alter Professor mal in Beirut gesagt, schon 30 Jahre her, hat gesagt, gibt der Jemen, gibt Saudi-Arabien. Weil die wirklich alten Stämme sind hier im südlichen Teil der arabischen Halbinsel. Und Saudi-Arabien ist eben nicht bestimmt das Land, das sich nach einer Familie benennt, also das Arabien der Saud, könnte auch anders heißen. Und da ist vieles im Gange. Also Saudi-Arabien ist das Land, das in meinen Augen gegenwärtig sehr, sehr an der Kippe steht. Und wenn man an diese riesigen Ölfelder denkt, also das ist eine ganz lustige Fotomontage, also Sie könnten in Frankfurt am Main losfahren bis nach Hannover und Sie wären immer noch im größten Ölfeld. Und das Öl dieser Region wird vor allem nach Asien exportiert. Also Asien ist der wesentliche Markt. Und die Asiaten werden auch nicht zuschauen. Und ich denke hier vor allem an Staaten wie China, Indien, aber auch Südkorea, die einfach ein Interesse haben, dass diese Region als ihre wesentliche Tankstelle erhalten bleibt. Weil Volkswagen-Skandal hin oder her, niedriger Ölpreis, gegenwärtig haben wir immer noch 70-80% in den Treibstoffsektor hineingehen. Also bis sich das alles dreht, werden noch einige Jahrzehnte vergehen und daher ist einfach diese Region für die Asiaten eine ganz, ganz wichtige. Das heißt, auch wenn sich die Europäer verabschieden, die USA haben sich schon verabschiedet, wenn die Europäer sich hier geopolitisch, haben sie sich nie, weiß Gott, wie jetzt engagieren können, seit den 50er Jahren, die Asiaten sind diejenigen, die als Nächste hier präsent sind. Und das sieht man schon ganz konkret, wenn man in Abu Dhabi ist, in es sind asiatische Geschäftspartner. Und wenn heute eine Regierung dieser Region eine öffentliche Ausschreibung macht und zwischen einem europäischen Partner und einem Südkoreaner zu wählen hat, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, dann können Sie sicher gehen, dass Sie die Südkoreaner zum Zug kommen lassen, weil bei einem asiatischen Partner läuft man nicht Gefahr, dass man den ganzen Tag die Moralkeule vorgesetzt bekommt, beziehungsweise auch Sanktionen gesetzt werden. Ja. Also diese unterschiedlichen Sanktionen, mit denen sich ja die EU auch gerne immer wieder manifestiert, das ist etwas, was überhaupt keine Wirkung gezeigt hat. Nicht im Iran, nicht bei Russland und was auch uns sozusagen eine Glaubwürdigkeit genommen hat in der internationalen Politik. Gegenwärtig haben wir einen gewaltigen Preisverfall, weil einfach Angebot und Nachfrage wieder da sind. Die Geopolitik wird zurückgedrängt. Und das, was man halt mit Schieferöl wollte, das ist eine ganz lustige Montage, die mit dieser Tank gemacht hat. Also Schiefergas, das sie ursprünglich irgendwo finden in Nordamerika, mit dem, was sie technisch noch ausholen können und was kommerziell noch Sinn macht, ab einem bestimmten Preisniveau geht es halt nicht mehr. Und im arabischen Golf haben wir einfach jenes Öl, das weiterhin relativ günstig zu fördern ist. Es ist ja mittlerweile auch das östliche Mittelmeer zu einem Eldorado für Öl- und Gasfirmen geworden. Hier geht es vor allem um Erdgas, also die Erdgasfunde, die offshore von Zypern, wo israelische Firmen bereits bohren, also dieses Leviathan-Feld, die von Libanon, vom Libanon bestritten angefordert werden, auch Syrien ein Stück dran haben will, auch Gaza. Und vor 6 Wochen hat die italienische Firma Eni hier vor Ägypten ein riesiges Erdgasfeld gefunden, das also überhaupt noch einmal die ganzen Daten kippt und auf eine neue Beine stellt. Mir haben Kollegen schon vor Jahren gesagt, als hätten wir nicht genug Probleme mit den vielen Göttern in unserer Religion, mit all den Frommen, so haben wir halt jetzt zusätzlich noch das Problem, dass es auch bei uns um Rohstoffe geht und nicht nur auf der arabischen Halbinsel. Vielleicht noch ein Wort kurz zur Türkei. Die Türkei, das ist ein Bild, das man 2013 um die Welt ging, damals die Gezi Park Erhebung als eine Gruppe von bürgerlicher Mitte, ich sage mal die unverschleierten Frauen der Türkei, die es gewagt hatten, gegen diese eben gesellschaftliche Repression, die Erdogan immer stärker unter die Leute brachte, auf die Straße zu gehen. Tränengas direkt auf diese Frau.
Die Europäische Union hat damals wieder noch mehr gemacht, sie wird es auch heute nicht tun. Die Türkei ist das Land mit der höchsten Zahl an politischen Gefangenen in unserer unmittelbaren Nähe. Und es sitzen sehr, sehr viele Staatsanwälte, Richter ein, weil sie unter anderem Waffenhandel aus der Türkei zum Islamischen Staat aufgedeckt haben. Wir haben in der Türkei viele Bruchlinien, das ist nicht nur die zwischen Säkularen und Islamisten, wir haben zwischen den Islamisten Bruchlinien, wir haben den Kurdenkrieg, der wieder da ist, und die Türkei ist auf dem Weg in eine Diktatur plus Kriegsgeschehen. Ein Land, das für mehr Optimismus, wenn man so nicht sorgen kann, ist der Iran. Ich bin im Iran eigentlich ein- bis zweimal jährlich und vielleicht auch an die Adresse derer gerichtet, die gerne im Social Web mich als auf der FPÖ-Gehaltsliste immer wieder stehen sehen. Ich finanziere mir sämtliche meiner Reisen aus eigener Tasche und möchte derartige Denunziationen vielleicht auch hiermit ganz kurz herausstellen, und vielleicht können Sie auch die anderen, die von ihrer Seite sozusagen hier im Web tätig sind, diese Denunzianten, die auch auf Seiten der Grünen eben tätig sind, dann später in die Grenzen weisen, wenn das einfach darstellt. Wer hat Zeit? Also wie gesagt, ich finanziere meine Reisen selbst. Mich finanziert nicht die FPÖ, wenn ich in den Iran fahre. Der Iran ist auf Rückkehr befindlich, in vielerlei Hinsicht, auch als geopolitischer Akteur. Das ist eine Karte des Safavidenreiches zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wo Sie sehen, wie weit der Iran hineinreicht in den Irak, in den Kaukasus, nach Afghanistan. Der Iran hat genau diese Ausdehnung heute wieder erreicht. Der Iran ist also wieder zu seiner alten Großmacht Rolle zurückgekehrt, und Iran sieht sich als zentralasiatischer Akteur. Und der Iran wird zweifellos eine gewisse Ordnungsmachtrolle in der Region übernehmen, die Auswirkungen haben wird auf die Kurden, die Auswirkungen haben wird auf Syrien. Bei dem heutigen Treffen in Wien zur Neuordnung Syriens, der Gipfel, es ist vielleicht nicht viel herausgekommen, vielleicht ist mehr herausgekommen, man weiß es nicht, auch besser, wenn das Ganze diskret behandelt wird. US-Außenminister John Kerry wollte den Iran dabei haben. Er hat gesagt, wir müssen mit dem Iran. Der US-Außenminister setzt sich für eine Teilnahme des Irans ein und scheiterte an Widerstand der Saudis. Wir haben viele andere Probleme, die auch immer wieder sozusagen die Weltpolitik beherrschen. Nämlich eines ist auch dieser China-US-Widerstand, der also in die Energiepolitik auch immer wieder hineinwirkt. Wir haben diese kuriose Lage, dass die Nummer 1 noch USA der Schuldner der zweitgrößten Weltwirtschaft, nämlich der Asiaten, ist. Und auch das hat geopolitische Assoziationen. Ich habe das eben auch in meinen Teilen von Schülern eingesprochen. Hier wird es sich geopolitisch, fürchte ich, könnte sein, noch viel mehr als im Nahen Osten abspielen, weil sich hier einfach zwei wesentliche Akteure in Konfrontation begeben. Die Kriege der letzten Jahre holen uns ein. Und André Malraux hat schon 1947 gesagt, das 21. Jahrhundert wird ein religiöses sein oder es wird nicht sein. Dieses Zitat wurde oftmals zitiert. Ich habe von der Rückkehr der Heiligen Kriege gesprochen. Auch Tony Blair meinte, als er mit viel Pomp von der anglikanischen Kirche zum Katholizismus übertrat, 2005 oder 2006, glaube ich, war das, nachdem er aus dem Premierministerbüro ausschied, wurde er von Journalisten gefragt, wie sehen Sie den Irakkrieg, den er ja vehement verursacht hat, und er meinte damals zu den Journalisten, wir haben Gottes Werk verrichtet. Also diese Einteilung der Welt in Gläubige und Ungläubige, das ist etwas, das wir in allen Religionen finden, und ich bin halt ein zutiefst republikanisch geprägter Mensch und würde gerne die Rolle des Citoyen, des Staatsbürgers hier in den Vordergrund gerückt sehen und halte auch nicht sehr viel von all diesen interreligiösen Dialogveranstaltungen, weil hier immer wieder das Religiöse in den Vordergrund gerückt wird, anstatt des Republikanischen. Und wir haben politische Probleme zu lösen im Nahen Osten, die kann man nicht den Muftis, den Kardinälen und den Rabbis dieser Welt überlassen. Das müssen Politiker lösen. Grenzen und Vorgehen mit dem Nahen Osten, das ist eine Karikatur, die mir ein Freund geschickt hat, wen sollen wir unterstützen, wen sollen wir hassen, wen wissen wir nicht, was wir tun sollen. Also, so schaut es aus.
sagen, die Unbedarftheit der wesentlichen Entscheidungsträger ist beängstigend. Es ist wirklich beängstigend. Ich höre noch mit zwei Fotomontagen auf. Die sagen mehr, als ich da jetzt den ganzen Abend gesagt habe. Mir hat ein Professor mal in Washington gesagt, der hat für Nixon gearbeitet. Ich bin zu ihm gegangen 1989, und ich war lange vom Internet, ich bin in der Library of Congress gesessen, mit diesen ganzen Mikrofisch-Sachen, und er sagt, ich verstehe es nicht. Im März 75 tun sie das, im April ist 75 was anderes, im Sommer wieder was anderes, wo ist die Logik? Und er sagte mir damals, wissen Sie, mein junger Freund zu mir, ich war damals 24, wir in den USA, wir spielen nicht Schach, wir spielen Baseball, hit and run. Und diese Schachmetapher hat mich seither begleitet, und gerade in der aktuellen Situation Syriens wurde Schach erfunden im Iran. Schahmat bis Farsi, der König ist tot. Wer hat die besten Schachspieler herausgebracht? Russen. Und die EU ist mit sich selbst verdammt beschäftigt und vergisst jegliche Form von Geopolitik. Ich darf hiermit schließen, ich habe, glaube ich, meine 45 Minuten halbwegs eingehalten. Wenn nachher noch Zeit ist, würde ich mich